Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fleury. Ich zeige euch ein super leckeres Rezept. Ihr braucht dafür nur wenige Zutaten. Das ist ganz einfach gemacht. Und zwar ein knuspriger Haferflockenboden mit Schokolade obendrauf. Diese Haferflocken-Schokoriegel, die schmecken super lecker als Snack, als Dessert. Das ist ganz einfach gemacht. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Zuerst bereite ich meinen Haferflockenboden zu. Ich verwende dafür Hafermehl. Das sind einfach fein gemahlene Haferflocken. Die könnt ihr zum Beispiel im Standmixer fein mahlen. Dazu kommt wenig Salz. Etwas Vollrohrzucker oder Kokosblütenzucker kommt dazu. Aber nehmt unbedingt einen braunen Zucker, der hat ein super Aroma. Im Winter darf Zimt nicht fehlen, das passt immer. Die trockenen Zutaten mische ich. Dazu gebe ich etwas flüssiges Kokosöl. Sowie nach und nach pflanzliche Milch, ich habe hier Mandelmilch, bis der Boden bindet. Vermische alles. Ihr solltet eine krümelige Masse bekommen. Den Teig verteile ich in meiner Backform. Ich verwende hier eine 20 cm Backform. Ihr könnt sie einfach fetten oder ich habe jetzt den Boden mit Backpapier ausgelegt. Und da hinein verteile ich den Teig. Meinen Teig habe ich nun verteilt, dünn auf dem Boden. So backe ich meinen Boden bei 180 Grad für ca. 15 Minuten. Ich habe den Boden aus dem Backofen genommen und auskühlen lassen. So habe ich ihn aus der Form gelöst. Und für die Haferriegel gebe ich nun Schokolade darauf. Ich habe für die Schokoladenglasur dunkle zuckerfreie Schokoladendrops geschmolzen über dem Wasserbad und verteile die auf dem Boden. So ist das Ganze schon sehr lecker, aber optisch noch nicht so toll. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr den Haferriegel toll dekorieren könnt. Und zwar schmeckt sehr lecker auf der Schokolade fruchtige Granatapfelkerne. Die gebe ich darauf. Ein bisschen gepufftes Getreide gebe ich darauf. Bei mir ist das Amaranth. Und noch ein bisschen Superfood. Bei mir sind das Chiasamen. Das Ganze lasse ich jetzt so gut trocknen und auskühlen, bis die Schokolade fest ist. Anschließend schneide ich es in Stücke. Der Boden ist ein bisschen krümelig, aber das ist egal. Das sieht trotzdem super schön aus mit der Dekoration. Den leckeren Haferriegel müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das Rezept mit den Mengenangaben habe ich euch verlinkt. Ihr findet es unten in der Infobox auf meinem Blog www.mrsfleury.com. Wenn ihr keine gesunden Rezepte von mir verpassen wollt, abonniert unbedingt meinen Kanal und drückt die Glocke, so verpasst ihr kein neues Rezeptvideo von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fleury.